Willkommen. In diesem Video geht es um die Substanzerhaltung. Wir sind also im Bereich des Jahresabschlusses. Und Substanzerhaltung hat damit zu tun, dass Substanzwerte weniger wert werden durch Inflation. Ja, also Substanzerhaltung ist gedanklich sehr dicht an Geldentwertung durch Inflation. Und wie kann man dafür sorgen, dass das Unternehmen in seiner Substanz mit den tatsächlichen Werten erhalten bleibt? Das große Thema ist hier Rechnungswesen. Wenn man den Begriff Substanzerhaltung hört, sollten einem zwei Dinge einfallen. Einmal die nominelle und zum anderen die reale. Beide immer in Verbindung mit dem Wort Substanzerhaltung. Nominelle Substanzerhaltung und reale Substanzerhaltung. Nominell heißt nur dem Namen nach. Das heißt, hier wird keine Inflation berücksichtigt. Keine Berücksichtigung von Inflation. Das heißt, man unterstellt, dass Vermögenswerte, die mit bestimmten Euro oder was immer die Währung ist, Eurobeträgen in der Bilanz stehen. Wenn die nach 10 Jahren da immer noch stehen mit bestimmten Eurowerten, dass das Geld das gleiche Wert ist. Inflation wird nicht berücksichtigt. Das heißt also, wenn wir eine Maschine kaufen für 10.000 Euro und wir binden nun durch die Abschreibung 10.000 Euro ans Unternehmen, wir schreiben das, die Maschine über, sagen wir, von mir aus jetzt 5 Jahre, jedes Jahr mit 2.000 Euro ab, haben wir nach 5 Jahren die Maschine komplett abgeschrieben, Erinnerungswert lassen wir jetzt mal weg, sind wir bei 10.000 Euro Abschreibung. Ja, also die nominale Substanzerhaltung erfolgt über Abschreibung und zwar auch nominell. Also Beispiel, Maschine und für die Maschine sind die Anschaffungsauszahlungen 10.000 Euro. Und dann erfolgt eine komplette Abschreibung. Auch 10.000 Euro. Na, von mir aus über 5 Jahre, jedes Jahr 2.000 Euro, was immer. Na, insgesamt sind damit 10.000 Euro ans Unternehmen gebunden worden. Die wurden als Aufwand verbucht, wurden also nicht mit Steuer belastet, sondern sind im Unternehmen quasi verblieben und damit ist der nominelle Substanzerhalter zufrieden. Ja, der sagt, 10.000 Euro ist der Wert dieser Maschine und jetzt buchen wir über die Abschreibung 10.000 Euro. Damit haben wir die Substanz erhalten. Wir sind also dann nach 5 Jahren in der Lage, durch die Bindung von 10.000 Euro ans Unternehmen die Maschine wieder anzuschaffen. Das Problem hier ist die Inflation. Problem bei diesem Beispiel und generell auf der Seite der nominellen Substanzerhaltung ist die Inflation. Ich sagte es eingangs schon. Was ist, wenn die Maschine durch Preissteigerung inzwischen 11.000 Euro wert ist? Eine gleichwertige Maschine kostet jetzt, kostet den Gänsefüßchen, also Anschaffungsauszahlungen sind 11.000 Euro, nicht 10.000 Euro. Dann haben wir hier wirklich nur eine Substanzerhaltung dem Namen nach, aber nicht eine reale Substanzerhaltung. Reale Substanzerhaltung, da arbeitet man auch mit Abschreibung, aber Abschreibung aufgrund von Wiederbeschaffungswerten. Und da taucht natürlich sofort die Frage auf, ist denn das überhaupt erlaubt? Darf man denn auf Grundlage von Wiederbeschaffungswerten
Abschreiben? Und die Antwort lautet Jein. In der Finanzbuchhaltung darf man das nicht. Aber in der Betriebsbuchhaltung, die man auch Kostenrechnung nennt, darf man das und sollte es vielleicht tun. Zumal dann, wenn wir wirklich eine nennenswerte Inflation haben. Ja, wir haben ja immer eine schleichende Inflation, was sich auch über die Jahre vehement aufsummiert. Aber wenn auch die jährliche Inflation steigt, dann sollte man zumindest in der Betriebsbuchhaltung auf der Grundlage von Wiederbeschaffungsauszahlungen, von Wiederbeschaffungswerten abschreiben. Das heißt, man beobachtet die Maschine, die man für 10.000 Euro angeschafft hat, und sagt, in 5 Jahren ist die Maschine komplett abgeschrieben und dann müssen wir auch reinvestieren. Und eine gleichwertige Maschine wird dann 11.000 Euro kosten. Also schreiben wir aufgrund der 11.000 Euro ab und nicht aufgrund der 10.000 Euro, wie der nominelle Substanzerhalter es macht. Ja, das ist der wesentliche Unterschied. Nominelle Abschreibung passiert aufgrund der historischen Anschaffungsauszahlungen und reale Substanzerhaltung passiert aufgrund der zukünftigen Wiederbeschaffungswerte. Also wir haben hier kurz gesagt Vergangenheit, historische Anschaffungsauszahlungen. Sie merken, ich vermeide den Ausdruck Kosten. Ne? Ja, das Gesetz sagt Anschaffungskosten, aber eigentlich sind es Anschaffungsauszahlungen. Es findet ja ein Aktivtausch statt. Historische Anschaffungsauszahlungen. Ne? Historisch bedeutet, was haben wir bezahlt? Und reale Substanzerhaltung sind zukünftige Wiederbeschaffungswerte. Frage ist hier, was werden wir in Zukunft bezahlen müssen? Und das sollte die Grundlage sein für unsere Substanzerhaltung, das heißt für unsere jährlichen Abschreibungsbeträge. Das ist der entscheidende Unterschied. Und noch einmal, die Gesetzgebung ignoriert faktisch die Inflation. Ja, wenn wir also in der FIBU, in der Finanzbuchhaltung sind, sind wir praktisch gezwungen, aufgrund der Vergangenheitswerte abzuschreiben. Wenn wir in der Betriebsbuchhaltung sind, die man auch Kostenrechnung oder Kosten- und Leistungsrechnung nennt, dann schreiben wir ab oder sollten wir abschreiben aufgrund von Wiederbeschaffungswerten. Also erlaubt in der Kostenrechnung, schreibe ich mal einfach, in der Kostenrechnung. Nein, Kostenrechnung ist ein innerbetriebliches, internes Steuerungsinstrument. Ja, und in der FIBU, in der Finanzbuchhaltung, dort, wo dann letztlich dann der Jahresabschluss als Ergebnis entwickelt wird, ist es nicht erlaubt. Alles Gute, Marius Ebert. Möchten Sie die Mindmap aus diesem Video gratis bekommen? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video.